begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich eine Rezension für euch zu einem Buch, das eine Reihe abschließt. Also es ist der letzte Band einer Reihe. Und zwar geht es um dieses Buch hier. Das seht ihr neben mir wieder hier eingeblendet. Und zwar von Rena Morgan, Down and Dirty, der sechste und letzte Band der Haven Brotherhood Reihe. Wer von euch die Haven Brotherhood Reihe nicht kennt, ich fasse es einfach mal kurz zusammen für diejenigen unter euch, die die Bücher vielleicht noch nicht gelesen haben oder noch nicht kennen. Also die Haven Brotherhood ist eine Bruderschaft aus Brüdern, also die eigentlich keine leiblichen Brüder sind, aber trotzdem sich als Familie sehen. Und unter anderem wohnt auch da Axels Mutter mit in der Villa mit noch einer anderen Frau. Und das ist quasi eine, sehen sich einfach als Familie. Fast alle Brüder sind verheiratet, haben schon eine Frau bekommen, und jeder der Brüder hat seine Frau auf unterschiedlichen Wegen kennengelernt. Und Axel ist, wie gesagt, noch alleine, ist ein sehr begeisterter Musiker gewesen, hat aber seine Musikkarriere aufgegeben und hat eben sich zusammen mit seinen Brüdern ein großes Imperium aufgebaut. Und jetzt ist es eben so, dass sie trotzdem noch eine große Liebe zur Musik hat, immer noch Musikfan ist und trifft in Dallas in einem Club, wo er gerade abhängt, Lizzie Hemming, die ist eine Musikerin, also sie sieht sich jetzt als Rockstar, aber also fängt schon mal an, eben halt ja, in der Musikbranche Fuß zu fassen und tritt dann im Club auf und Axel ist vollkommen hin und weg von dem Auftritt, denkt sich, wow, was für eine tolle Musik, was für eine tolle Sängerin vor allem. Und er kriegt dann so nebenbei mit nach dem Auftritt eben, das holt sich dann Lizzie ihr Geld ab, weil die, wenn er Musiker, wenn er bezahlt, je nachdem wie voll der Club oder die Halle eben ist. Und da merkt dann Axel schon, ja, die lässt sich ein bisschen leicht über den Tisch ziehen, weil der Clubbesitzer dann behauptet, ja, der Club war gar nicht so voll, die Leute sind irgendwie dann gegangen, weil einfach überfüllt war und so, da musste er dann quasi den Club dann wegen Überfüllung dann schließen. Fast zu schließen und das geht nicht. Also ja, spricht sie dann eben an und Lizzie ist auch ein gebranntes Kind, sage mal. Die hat sehr schlimme Erfahrungen gemacht, was die Musik angeht. Also gut, jetzt nicht heftige Erfahrungen, aber die Kindheit war, wie gesagt, war etwas prägend für sie und hat eben Angst und auch ein bisschen schüchtern ab und zu mal und hat halt eben Angst, Menschen zu Vertrauen zu schenken. Aber trotzdem springt der Funke beim ersten Aufeinandertreffen schon über. Und beide merken, dass da doch ein bisschen mehr ist. Und er sagt dann, okay, ich manage dich, ich helfe dir. Und sie traut am Anfang ihm gar nicht. Sagt, was will der von mir? Jetzt auf einmal habe ich da einen Manager, der irgendwie da meinen Weg mit mir gehen will, erfolgreich mit mir werden will. Weil sie hatte schon mal einen Manager bei sich und dieser Manager hat sie quasi betrogen. Und hat ihr da ja schon übel mitgespielt, sage mal. Deswegen tut sie sich einfach schwer, anderen Menschen zu vertrauen. Aber Axel sagt, nee, ich schaffe das, ich kann das. Ich empfinde was für diese Frau und ich möchte sie näher kennenlernen und besser kennenlernen, was dann auch passiert. Und ich finde, sie fängt dann auch, also bei allen anderen Büchern war das auch in der Reihe so, dass die Frauen nach und nach merken, wenn sie in die Familie quasi dann reinkommen und die Familie kennenlernen und alle anderen Frauen, die schon da sind, die auch da sind, dann merken sie, hey, ich fühle mich hier aufgehoben, ich kann hier einfach sein, wer ich bin, ohne mich irgendwie verstellen zu müssen oder irgendwie Angst zu haben, dass man mich nicht akzeptiert. Das ist ganz, also die werden einfach so angenommen, wie sie sind und er drängt sie auch nicht, über ihre Kindheit zu erzählen oder was da eben in der Vergangenheit war. Nach und nach kommt dann eben auf, dass ihr ehemaliger Ex-Manager halt eben da anscheinend doch kriminelle Sachen da gedreht hat. Aber das kommt, wie gesagt, im Buch auf. Mehr möchte ich jetzt auch nicht sagen dazu. Zu meiner Bewertung. Also ich fand, dass es ein gelungenes Finale war. Ich fand, dass auch die Musik gut im Vordergrund stand, dass auch Axel durch Lizzie wieder gemerkt hat, wie toll Musik ist, dass Musik verbindet, dass Musik eine Sprache ist, die jeder versteht. Und da hat er auch wieder die Freude, auch wieder vielleicht so ein bisschen wieder Musik zu machen und mal die Gitarre oder ein anderes Instrument in die Hand zu nehmen.
weil er merkt, hey, Musik bringt mir auch Freude. Und das schafft Lizzie auch. Das finde ich auch ganz toll. Und ja, es ist wie gesagt der letzte Band. Mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Mich hat es wunderbar abgeholt. Kann dem Buch ganz ehrlich nur sehr gute 5 Sterne geben, weil für mich hat einfach alles gepasst. Also wer von euch da mal ein bisschen Abwechslung sucht und sich die Bücher mal näher anschauen möchte, kann das gerne tun. Also es ist eine tolle Reihe, finde ich, für zwischendurch zum Lesen auf jeden Fall sehr geeignet. Und es soll auch bald eine neue Buchreihe geben. Also zumindest der erste Band ist schon zumindest angekündigt. Es gibt noch kein Cover, aber ich habe gesehen, also Klappentext gibt es auf jeden Fall schon mal. Cover wird sicher diese Tage dann bald folgen. Und da bin ich gespannt. Es ist ein sogenanntes, ich habe Grund gelesen, ein Spin-off quasi der Haven Brotherhood-Reihe. Bin gespannt, was da kommt. Ja, die Rezension zu diesem Buch, die habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Die könnt ihr euch dann auf meiner Lovely Books-Seite anschauen. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr meinen Kanal abonnieren möchtet, wenn ihr euch schon 2, 3 Videos oder mehr, was auch schön ist, schon angeschaut habt von mir, dann sehr, sehr gerne. Den Link zu meinem Kanal, wie immer, wie unten in der Infobox für euch zu finden. Wenn euch das ein bisschen sagen wir mal, zu langsam geht, ja, irgendwie, oder zu schnell geht, ja, eigentlich wollte ich anders formulieren. Ha, wenn ihr keine Lust habt, so rum wollte ich es formulieren, wenn ihr keine Lust habt, euch da durch meine Infobox durchzuwühlen und zu gucken, wo ist der Link zu meinem Kanal, geht es auch natürlich einfacher. Und zwar einfach hier unten rechts auf Abonnieren klicken. Dann seid ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Sagt mir einfach gerne eure Meinung dazu, zum Buch, zu meinen Videos. Also ich versuche alle Kommentare zu beantworten natürlich. Das ist ganz, ganz wichtig. Dass ihr auch eine Rückmeldung auf eure Fragen oder auf eure Meinung bekommt. Das ist ganz wichtig. Ja, dann würde ich mich jetzt von euch verabschieden. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und sage Servus und Baba. Ciao!